Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine, Morgenroutine nach Weihnachten für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Obviously bin ich noch nicht fertig gemacht, ne? Das ist so richtig die Realität, die ihr auch auf Instagram gerne mal von mir sehen könnt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen meine Morgenroutine-Sachen mal zusammengekramt und wir machen mich jetzt einfach mal ein bisschen fertig. Vielleicht hast du Bock, das mit mir zusammen auch zu machen, denn nach Weihnachten ist man, glaube ich, ziemlich gar. Ich auf jeden Fall, weil meine Eltern sind getrennt, die Eltern von meinem Freund sind getrennt. Da ist man viel unterwegs, hat viel Völlerei betrieben. Ja, und möchte wieder ins Leben zurückfinden. Deswegen sitze ich hier auch mit meinem wunderschönen Bademantel und dieser geile Schlafanzug, der ist so flauschig. Das ist so geil. Und am Ende werde ich dann irgendwie halbwegs normal aussehen. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich habe mir zuallererst einen Kaffee gemacht. Das ist diese wundervolle Tasse von Danny und Maxim. Ich lieb's, muss ich wirklich sagen. Jetzt gerade passend, ne, zur Weihnachtszeit. Und Kaffee brauche ich. Das ist tatsächlich auch schon meine zweite Tasse. Ich bin ehrlich. Eigentlich bräuchte man nach Weihnachten so einen Kümmeltee oder sowas, wo man quasi seinen Magen wieder so ein bisschen chillt. Alles ein bisschen freaky. Zuallererst sorge ich immer dafür, dass meine Haare ein bisschen aus dem Gesicht kommen, weil ihr seht, es ist explodiert. Und da habe ich hier mal irgendwann, ich glaube, eine Barbara-Box war das Moppe drin, so ein Haarband drin gehabt. Und dann hat man schon mal so ein bisschen den Witwe-Bolte-Style und hat schon mal so die Haare halt aus dem Gesicht. Weil wenn ich jetzt nachher mein Gesicht wasche und so weiter, ne, dann sollte das aus dem Gesicht raus sein. Das ist irgendwie total fancy, mich so vor die Kamera zu setzen. Ich sag euch was. Ich habe hier auch ein bisschen Wasser stehen. Das brauchen wir nachher. Brauche ich jetzt im Prinzip eigentlich schon. Ich habe hier so ein Tuch. Das ist jetzt hier von Yepoda. Dieses Video ist auch hauptsächlich jetzt, sage ich mal, in Kooperation mit Yepoda entstanden, ne, weil die neue Produkte haben und ich euch die einfach auch mal zeigen wollte. Das mache ich mir jetzt erstmal nass. Ich habe hier lauwarmes Wasser und bringe das aus. Hände habe ich natürlich schon vorher gewaschen. Das ist immer das Erste, was ich so mache. Also erst Hände waschen, dann mein Haarband auf. Vorher natürlich auf die Toilette gehen. Muss sein, ne? Und ja, jetzt mache ich hier wieder alles nass. Habe hier auch ein Handtuch natürlich für mein Gesicht nachher liegen. Und dann gehe ich erstmal über mein Gesicht rüber. Relativ grob, ne? Einfach so. Es ist morgens, es ist ernsthaft morgens gerade und ich muss wach werden. Kaltes Wasser, muss ich gestehen, bin ich kein Fan von, weil ich einfach eine Memme bin. It is wie it is, ne? Da, vielleicht im Sommer, ja, wenn man halt geschwitzt hat und so, nehme ich mein Gesichtshandtuch, tupfe einmal vorsichtig so drüber, nichts Wildes. Und das brauchen wir nachher nochmal. Krempel mir die Ärmel. Und dann habe ich hier zwei Sachen von Mudmaski mal in Boxen drin gehabt. Ne? Die trage ich mir jetzt auf. Das ist einmal dieses Serum Infused Eye Mask Gedönsen. Das bin ich gerade am Aufbrauchen. Würde ich mir, glaube ich, so original nicht kaufen, weil das halt ganz schön teuer ist. Ne? Und schüttel ich, weil da sind auch so Partikel drin. Und dann habe ich hier einen Pinsel. Das ist jetzt hier ein Foundation Pinsel eigentlich von Barbour. Ete Petete lässt grüßen. Ich verwende sowas aber nicht für Foundation. Gebe mir das einfach direkt so unter die Augen drunter. Das ist so ein bisschen auch abschwellend und pflegend und keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich quasi in Dreck gebadet. Aber ne, da reicht auch wirklich so ein Tröpfchen. Und das mache ich mir dann einfach so drunter. So. Sieht merkwürdig aus. Aber das, ich merke halt direkt, dass da auch eine Wirkung jetzt kommt. Den Pinsel kann ich jetzt hier direkt im Wasser auch ein bisschen abwaschen und im Handtuch sauber machen, weil ich mit dem gleichen Pinsel auch gleich noch was anderes auftrage. Ich fühle mich gerade so... Okay, wir hoffen, dass das gleich noch anders wird. Dann habe ich hier... Achso, ich hoffe übrigens, ihr hattet wundervolle Weihnachten. So, das wollte ich auch noch gesagt haben. Und ne? Dann habe ich hier die Melting Matte Cleansing Mask. Das ist einfach jetzt so eine Gesichtsgeschichte, die ich mir drauf geben werde. Das soll auch noch so ein bisschen reinigen und so. Und über die Feiertage hat man dann tatsächlich auch die ein oder andere Unreinheit zu verzeichnen.
Das mache ich mir jetzt einfach mal so ganz entspannt aufs Gesicht. Das ist auch ganz angenehm, weil kühlend und man streichelt sich damit auch ein bisschen übers Gesicht. Das ist ganz schön am Morgen, finde ich. Das reicht jetzt auch für mich tatsächlich als Maske. Ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Ich bin noch nicht ganz in dieser Welt. Und jetzt gehe ich Zähne putzen. Dafür verwende ich hier meine Oral-B Pro Bla Zahnbürste. Die habe ich, keine Ahnung, schon, ne? Ich glaube, zweimal habe ich mir da was von nachgekauft und immer wieder auch diese, ich mag die einfach gerne. Dann verwende ich als Zahnpasta von Jean & Len die Toothpaste Soft White. Die finde ich ganz angenehm und ganz fein für meine sensible Zahngeschichte. Und danach werde ich dann hier mit diesem Procodent extra weiß spülen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit geputzten Zähnen, würde ich mal so sagen. Ne, so lange zieht diese Geschichte jetzt in mein Gesicht ein, beziehungsweise wirkt in meinem Gesicht und soll meinen Turn mal so ein bisschen beleben. Traumhaft. Jetzt habe ich auch geputzte Zähne und fühle mich wieder so ein bisschen mehr, als könnte ich jetzt auch lächeln. Ne? Das ist immer so eine Sache. Ich habe auch ein bisschen Zahnseide verwendet, weil, ne, it is wie it is. Und hier noch ein Schlückchen Kaffee. Es wird jetzt ein bisschen wie Mint-Kaffee schmecken, aber egal. Jetzt muss ich natürlich einmal mein Gesicht waschen. Normalerweise würde ich das natürlich über meinen Waschtisch machen, aber da wir es immer noch nicht geschafft haben, quer durchs Haus eine Wasserleitung zu legen, was wir auch nicht mehr machen werden, Leute, ne? Habe ich jetzt hier ja meinen Kram, rampampam, und dann nehme ich mir jetzt mein Tüchlein und wasche mir mein Gesicht. Übrigens, alle Produkte, die ich so verwende, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet, was ich halt so finde. Bombastisch. Sie hat ihr Gesicht gewaschen. Dann nehme ich mir mein Handtuch und tupf das wieder ein bisschen trocken. Muss jetzt nicht so super trocken sein, aber halt so halbwegs, ne? Da fühlt man sich jetzt schon wieder wie so ein zweiter Mensch. Ich sag euch das, wie ein neuer Mensch, nicht wie ein zweiter Mensch. Das wäre ein bisschen creepy. Aber jo, ab und an muss ich hier immer so meinen Fusselkram machen, weil dann an meinen Ohrläppchen, die einfach riesig sind, immer so dran flappt. Und naja, egal. Jetzt sind wir quasi mit der Reinigung fertig und gehen jetzt zum Pflegepart über. Ich verwende halt immer, bevor ich anfange, mich zu pflegen, irgendwas Tonerartiges oder so, damit meine Haut auch so ein bisschen auf diese nachfolgende Pflege vorbereitet wird. Da habe ich jetzt hier von The Body Shop aus dem Adventskalender The Body Shop Vitamin E Hydrating Toner. Ne, der ist sehr, sehr geil. Den mag ich auch gerne. Vitamin E ist ja das Schönheitsvitamin. Und von der lieben, oh mein Gott, von wem habe ich das denn bekommen? So ein selbstgehacktes Pad quasi. Das finde ich total super. Da gebe ich mir einfach ein bisschen was von drauf. Kann es auch in die Hände geben und dann ins Gesicht. Aber ich mag es halt einfach morgens ganz gerne, wenn ich ganz viel über mein Gesicht streicheln kann. Gebe ich mir ein bisschen was vom Toner auf und streichle mein Gesicht einfach so ein bisschen ein, dass da schon mal so ein bisschen was drauf kommt. Ich merke, hier unten habe ich auch echt viele Unreinheiten bekommen. Das kommt halt vom, keine Ahnung, Maske tragen, von Menstruationsgeschichten und natürlich auch von viel zu viele Süßigkeiten in letzter Zeit. Da ist jetzt tatsächlich die Sache so, dass Yeboda auch neue Produkte rausgebracht hat. Ich verwende aber nicht morgens ein Peeling, ne? Also das ist jetzt ein BHA-Peeling, das mache ich jetzt heute Abend. The Purify Hero ist jetzt neu auf dem Markt, ist auch sehr, sehr angenehm. Ist eher wie so ein Serum, Natural BHA Exfoliating Serum. Und das ist astringent, was auch immer das heißt, ist angenehm auf jeden Fall. Exfoliating Improves Cell Regeneration. Und das ist halt so ein Produkt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal angewendet habe. Da gibst du dir nur 2-3 Tropfen einfach aufs Gesicht und fertig ist die Laube, ne? Finde ich echt klasse. Ich habe bei Yeboda übrigens auch einen Code, das müsste Claudi33 sein, also für 33% Rabatt, was ich fancy finde. Und ja, genau, das ist aber eher für abends. Wenn du es unbedingt morgens anwenden möchtest, dann verwende auf jeden Fall, ja moin, wer möchte gegrüßt werden? Meine Tante. Liebe Grüße an dieser Stelle, das muss ich aber mal eben kurz lesen. Ja, genau. Also wenn unbedingt morgens, dann mit einem dicken, fetten Lichtschutzfaktor, den werde ich so oder so verwenden, aber ich habe für morgens jetzt was anderes und zwar, das finde ich auch geil, The Glow Hero mit Bakuchiol Oil Serum Hybrid Soothing, Nourishing und Slow Aging, also auch quasi so ein bisschen, ne, das ist die Anti-Aging-Wirkung so ein bisschen mit haben soll. Das ist richtig ein Ölserum, aber ich finde das so geil. Ich gebe mir davon was in meine Hand, also quasi eine ganze Pipette. Brauchst du eigentlich nicht so viel, aber jetzt gerade, ne, braucht meine Haut. Und das ist halt wirklich so ölig. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn man sowieso schon ölige Haut hat, ne. Also das ist eher was für trockene Häutchen. Und das kommt jetzt auf mein Gesicht und wird schön einmassiert. Wie man das sich so hin und her streicht, ist, glaube ich, jedem überlassen. Aber ich mag das ganz gerne, wenn ich einfach so
ganz entspannt übers Gesicht streicheln. Man kann das auch mit so einem Rosenquarzroller oder mit einem Gua Sha Stein einmassieren, aber ich bin halt so ein Handmensch. Manchmal mache ich das mit meinem PFD Rose Quartz Roller, aber da habe ich jetzt gerade einfach keine Lust drauf. Das mache ich jetzt einfach mit den Händen. Ist auch so schön, wenn man sich streichelt. Liebe. Und das ist halt für meine trockene, sensible Haut perfekt. Wirklich, ich sag euch das. Also kein Scheiß jetzt, ne? Ich finde das mega schön. Das ist halt ein bisschen ölig, aber man muss da halt keine Angst haben. Ich habe halt trotzdem, ich gebe den Produkten ja auch immer, ich fange einfach Sätze an und höre auf, ne? Ich gebe den Produkten ja auch immer Zeit, in die Haut einzuziehen und so. Und ja, deswegen, da ist alles soweit so gut. Dann funktioniert das auch bei mir, dann krümelt da auch nichts oder sonst irgendwas. Also, ne? So lasse ich das jetzt nämlich erstmal und trinke mir erstmal einen Schluck Kaffee. Also kann ich euch voll empfehlen. Also das ist total klasse. Ich mag das einfach ganz gerne. Ne? Dieses Bakuchiol-Gedönsen ist, glaube ich, auch ganz nice für die Haut. Und es gibt Glow, es gibt Nährung auf jeden Fall. Und beide neuen Produkte von Yepoda finde ich cool. Also die könnt ihr euch mal anschauen. Schaut da auch im Online-Shop gerne mal vorbei. Wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Die haben ja auch geile Sachen hier, diesen The Calm Balm und so. Das ist ja voll mein Ding. Ihr könnt euch da austoben. Gönnt euch hart. So, jetzt bringe ich noch ein bisschen Glow unter meine Augen und da habe ich hier von Sunday Riley, das war im Adventskalender drin, hätte ich mir nicht gekauft, das ist sackenteuer. Autocorrect Brightening and Depuffing Eye Contour Cream. Yo, ne? Also ich glaube im Cult Beauty Adventskalender oder in der Cult Beauty Bag oder so war das drin, keine Ahnung, gebe ich mir auf jeden Fall so einen Pumper hier hin. Und ich glaube, da sieht man auch, dass es schon irgendwie so ein bisschen pearly, wirly aussieht. Und das, na, kommt dann unter die Augen und wird dann jetzt auch eingestreichelt. Oh, ich liebe es, mich morgens einfach im Gesicht ein bisschen zu streicheln und mir Liebe zu geben. Also das wirklich ohne viel Druck einfach erstmal so ein bisschen verteilen. Wer mag, kann sich das dann auch nachher so einklopfen. Bin ich persönlich kein Fan von, weil ich morgens einfach nicht die Feinmotorik dafür habe, um ehrlich zu sein. Ich streichle mir das einfach ein. Und weil ich meine Lippenpflege vergessen habe, wie mir gerade auffällt, gebe ich mir das auch ein bisschen auf die Lippen. Denn Augenpflege ist auch immer super für die Lippen geeignet. So, jetzt habe ich das ein bisschen eingestreichelt. Normalerweise sollte man das dann immer so nach außen streichen oder nach außen klopfen. Ganz ehrlich, ich glaube, der Haut ist das nicht so wichtig, in welche Richtung man streift, weil die Schwerkraft ist stärker als das Streicheln, was ihr so macht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier mein Witwel-Bolte-Kram ab, weil jetzt können diese einzelnen Viecher ins Gesicht einziehen. Zwischendurch einen Schluck Kaffee. Gönnt euch übrigens auch hart, Leute, ne? Jetzt möchte ich nämlich so ein bisschen mal meine Haare kämmen. Das mache ich immer, nachdem ich so mein Serum aufgetragen habe und meine Augencreme. Einfach damit alles schon mal so ein bisschen einziehen kann. Und dann mache ich meinen Bommel jetzt mal auf. Ich habe so eine Bürste, die habe ich, glaube ich, mal... Von wem habe ich die mal gekriegt? War das Jana oder so? Weiß ich nicht. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Habe ich auf jeden Fall hier, ist natürlich benutzt und ja, meine Haare sehen natürlich aus wie, ne, gerade aus dem Bett gestiegen, weil it is what it is. Und dann kämme ich mir die jetzt einfach mal so durch. Ich schlafe nachts mit Bommel und morgens mache ich mir eigentlich so einen Hintenbommel, also quasi mit Seitenscheitel. Ich habe das letztens mal versucht, mir einen Mittelscheitel zu machen, aber da sehe ich aus wie ein kleiner Schuljunge. Das möchte ich nicht. So, wo will ich da einmal durch? Ich wasche mir ja abends immer die Haare, ne? Deswegen sind die auch eigentlich frisch gewaschen, auch wenn sie nicht danach aussehen. Aber ich muss sie nur einmal kurz durchfluffeln und dann ist alles tutti. Dann suche ich hier verzweifelt nach dem Scheitel, folge meinem Wirbel, liegt das hier oben so hin. Dann nehme ich, nehme ich meinen Haargummi und mache das alles schickimicki, gefricki. So. Und jetzt habe ich einen Bommel. Den Wirbel lasse ich Wirbel sein, weil irgendwie hat er jetzt einfach keine Lust, normal zu sein. Der Tag nach Weihnachten oder nach den Weihnachtsfeiertagen wird eh meistens eher auf die Couch verbracht, ne? Aber jo, jetzt habe ich meinen Bommel. Haare entfernen aus der Bürste. Das ist dann immer ein bisschen schicker, ne? Nur so viel Haarauswahl habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte tatsächlich durch die Produkte von Pomelo und Co. Ich weiß, manche sind da irgendwie, fühlen sich persönlich angegriffen, wenn ich positiv über die Marke rede. Aber die haben mir wirklich geholfen, ne? Meine Kopfhaut haben die geholfen, meinen Haaren haben die geholfen. Und ja, wirklich. Also das sind gute Produkte. Egal, auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit der Gesichtspflege. Da habe ich jetzt einfach random eine neue Tagescreme, bei meiner war leer gegangen, von Jungglück aus dem Adventskalender, die Hyaluron-Tagespflege, Tagescreme, das ist die hier. Draußen fährt unser Schrotti vorbei. Ja, die habe ich noch gar nicht verwendet.
Gut, dass ich hier den von Maxim habe. Das ist eigentlich ein Spatel, den er bei seiner Mix-Mischpalette bei hatte. Den kannst du aber auch dafür verwenden. Kann ich hier einfach mal ein bisschen Produkt rausnehmen. Muss ja auch nicht viel sein, ne? Und das kommt dann einfach ins Gesicht. Die Produkte von Beauty Mates verwende ich hier abends, weil ich da ja auch die Booster mit verwende. Deswegen morgens ist immer irgendwie eine andere Pflege als abends bei mir am Start. Oh, die ist aber reichhaltig. Hey, ja, 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 ja. Aber fühlt sich angenehm auf der Haut an, verbindet sich jetzt auch so ganz gut, ne? Kann man sich nicht beschweren. Und ich habe halt, ja, halt auch so ein bisschen, ne? Auch immer noch mein... hier, wie heißt das denn hier? Ich vergesse den Namen immer. Meinen Bademantel an, um so machen zu können, falls ich überschüssige Cremesachen habe, ne? Irgendwohin muss das, ja. Nö, also das ist eine schöne Creme, ne? Die werde ich jetzt noch ein bisschen austesten. Ja, dann kommen wir gleich zum Sonnenschutz. Auch wenn heute tatsächlich kein schöner Tag bei uns ist, also es ist relativ bewölkt und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel rausgehen, aber ich werde safe mit Sammy spazieren gehen. Sonnenschutz ist schon wichtig, ne? Wenn du halt wirklich nur den ganzen Tag safe im Haus bist und nicht rausgehst, brauchst du eigentlich nicht. Weil bis ins Haus kommen die Sonnenstrahlen ja nicht rein, um deine Haut zu schädigen. Aber wenn ich weiß, ich möchte mit Sammy spazieren gehen oder so, dann gönne ich mir, ne? Da habe ich hier aus dem Adventskalender, wie hieß der denn nochmal? Auch so ein koreanischer. Make Prem Soothing Physical Sun Cream Formulated with Zinc, Lichtschutzfaktor 50+, PA+++++, UV Defense Me Calming Sun Cream. Und die finde ich richtig geil. Stylvana, so hieß der Adventskalender. So, wisst ihr Bescheid, ne? Weil die weißelt nicht wirklich, also ein kleines bisschen, aber das ist ruckzuck weg. Ja, man sollte mehr verwenden als so. Ich weiß. Aber ich habe jetzt schon so viel Creme im Gesicht, es reicht mir. Ich gebe mir das auf. Normalerweise muss es so eine ganze Fingerlänge und so. Aber das mache ich dann tatsächlich eher im Sommer. Im Winter denke ich mir, komm, ne? Lassen wir mal die Kirche im Dorf und machen halt wirklich nur so eine Fingerkuppe oder Fingerlänge. Bei mir ist es, ich habe ja auch lange Finger, kann man ja nicht anders sagen. Ich habe ja, ne, große Finger. Auf jeden Fall gebe ich mir das auf mein Gesicht. Und den mag ich gerne, 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 weil der, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, hat das irgendwas mit diesem mineralischen und dem chemischen Sonnenschutz zu tun? Ich weiß es nicht, was für eine Art von Sonnenschutz das jetzt ist, aber der ist toll, weil der krümelt nicht mit irgendwelchen Cremes, ne? Der lässt sich auch toll verteilen und der funktioniert auch nachher gut, wenn ich Foundation und so verwende. Den mag ich. So sieht dann mein gepflegtes Gesicht aus. Aber ich bin mit meiner Morgenroutine an und für sich noch nicht fertig, weil ich habe ja immer noch ein Pyjama und einen Bademantel an. Heißt, ich ziehe mich jetzt mal eben nochmal schnell um und dann sehen wir uns gleich zur Beduftung wieder. So, jetzt habe ich auch meinen Kaffee auf. genau, ja. Also ich habe einfach in den Kleiderschrank gegriffen und irgendwas Chili-Milliges rausgesucht. Da habe ich hier einfach so ein langes Oberteil, so einen langen Cardigan mir einfach drüber geworfen, weil es auch relativ kalt ist. Dann habe ich hier von Lilünen mir Anfang diesen Jahres mal so ein langes Shirt geholt. Ich liebe diese Farbe, muss ich wirklich sagen. Und an meinen Bauch und meinen Körper lasse ich aktuell oder jetzt gerade nach den Weihnachtsfeiertagen nichts anderes als Leggings. Da habe ich zwar, zum einen habe ich eine Kooperation mit Oceans Apart, zum anderen bestelle ich da aber auch immer wieder super gerne, ne? Das hier habe ich mir jetzt selber bestellt, so. Ich habe aber einen Code, den kann ich euch auch einblenden. Genau, das ist halt einfach so eine mega chillige Hose, die hier so ein Viech hat und halt einfach super sitzt, ne? Ich mag die einfach gerne und deswegen trage ich sie jetzt auch und deswegen zeige ich sie euch auch, einfach weil ich die Produkte gerne mag und weil ich sie auch in meinem privaten Leben einfach gerne verwende, ne? Genau. So, ja, jetzt muss ich aber auch ein bisschen was gegen Stinky tun. Und ja, von Juniper Lane habe ich hier das Wonderleaf Deo. Natürlich frisch, ne? Das hatte ich mal in der Box mit drin. Ich stehe bei sowas immer ein bisschen mit auf Kriegsfuß, weil das schützt nicht so wirklich vom Schwitzen. Ein bisschen, also schon gegen den Geruch, ja, ne? Aber nicht gegen das Schwitzen. Und es macht die Achsel schon sehr nass. Also wenn ich jetzt das hier, ich habe jetzt, ne, halt auch so was Buntes an. Wenn ich das jetzt hier drunter gebe, gut, ich verwende auch ein bisschen viel, ne? Ja, viel hilft viel halt. Dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass es nass wird. Naja, also eher was für den Winter und weniger was für den Sommer, weil im Sommer brauche ich auch ein bisschen mehr Schutz, ne, muss ich ja ehrlich sagen. Das ist jetzt eigentlich, ja, es ist da, es riecht gut, ne, es riecht dann auch alles frisch und so, aber es schützt halt nicht wie ein ganz klassisches Deo, finde ich persönlich, ne. Genau, und als Duft verwende ich aktuell, da habe ich jetzt hier einfach zum Aufbrauchen Elizabeth Arden White Tea Wild Rose.
Das mag ich ganz gerne. Ich mag ja Rosenduft. Das ist für mich jetzt so ein klassischer Alltagsduft. Der hält nicht lange. Mache ich mir übrigens an viele mögliche erdenkliche Stellen, auch so hier so. Einfach um so ein bisschen mehr dieses frische Gefühl zu haben, ne? Und ein leichter Rosenduft schadet ja auch nie, wenn man Rose mag. Jo. Das hier wäre jetzt so meine kleine Wake-up-after-Christmas-Routine. Ich hoffe, dass ich das auch heute noch eben schnell hochgeladen bekomme. Ja, ich fühle mich fresh und fresh für die Couch vor allem. Jo, fühle mich auf jeden Fall ganz gut. So ist es halt so ein bisschen. Im Prinzip ist es wie meine Morgenroutine, Entschuldigung. Die ich immer so habe, aber halt jetzt so ein bisschen mehr mit komm runter, Claudinchen. Und ein bisschen langsamer gemacht, ne? Ja, denkt auf jeden Fall dran, Yepoda hat neue Produkte. Also die haben echt coole Sachen im Shop. Also die finde ich sehr, sehr geil. Ich finde The Calm Bomb nach wie vor hammermäßig bestes Produkt, was die hier rausgebracht haben. Claudi33, gönnt euch hart. Koreanische Beauty ist das und die sitzen in Deutschland. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem sehr verschlafenen Video. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und kommt jetzt auch so ein bisschen in diese Übergangsphase zwischen den Jahren ganz gut rein und auch ins neue Jahr. Also wir sehen uns aber noch. Ich lade ja jeden Tag ein Video hoch. Hat sich jetzt ja geändert nach Weihnachten. Ist es bei mir immer so, dass ich nur noch ein Video pro Tag habe. Aber ich glaube, ihr kommt damit klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Denkt auf jeden Fall bitte dran, mir auch einen Daumen nach oben zu geben. Das fände ich nämlich ziemlich cool. Und das hilft mir auch hier so ein bisschen, ne? Genau, ich verlinke euch mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, komm, Claudi testet alles Videos, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!